Hallo und herzlich willkommen zum neuen Karnikult-Video. Heute lassen wir es krachen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wir wollen euch mal zeigen, wie ihr euren Hund gegenüber Geräuschen, Knallgeräuschen, Scheppern desensibilisieren könnt. Also, bleibt dran! Wir wollen heute mal zeigen, wie man Geräusche, die klirren oder die knallen, beim Hund desensibilisieren kann. Und dazu habe ich hier eine Schüssel in der Hand, eine kleine Wasserschüssel. Und die wird natürlich scheppern, wenn ich sie auf die Erde schmeiße. Und wir wollen das positiv verknüpfen für die Alba. Also, was bei Desensibilisierung wichtig ist, ich fange an, möglichst unterschwellig, mit einem sehr, sehr kleinen Geräusch, so klein wie es möglich ist. Die Cordula wird danach sofort Leckerchen geben und den Hund wieder auflösen. Ich fange mal an damit, ganz leise. Ich geh hier hin, Leckerchen. Hier. Hier auflösen. Hey! Wow! Gut! Klasse gemacht! Und wieder weg. Genau wieder dahin, wenn es geht. So, ist es schön. Feine Alba. Klasse. So, das erste Geräusch war sehr leise. Es hat gut funktioniert. Ich lasse es also aus etwas höherer Höhe fallen. Ja, super, Alba. Tolle. Komm, geh gucken. Was ist denn da? Prima. Wow. Wieder weg. Super. Genau. Also bei Desensibilisierung ist vor allem wichtig, in möglichst kleinen Schrittchen vorzugehen. Wir haben das jetzt mit Alba natürlich schon öfter mal gemacht und wir haben natürlich häufig Kinder im Haus und da ist sowieso immer Krach. Insofern ist sie auch an solche Dinge gut gewöhnt und sie kommt auch von einem Züchter, wo auch Kinder lebten und hatte da viel Kontakt. Das heißt, sie kennt das mit dem Krach. Das heißt, ich kann da etwas schneller vorgehen, als ihr das nachher machen müsst. Ich lasse es jetzt mal aus voller Höhe aufs Brett fallen. Das wird noch ein bisschen dumpf, das Geräusch sein. Und danach gehen wir über und schmeißen es mal in den Napf. Fertig? Ja, toll. Wir gehen mal gucken. Tolle! Mann, ist das super! Genau, wir lösen toll. Das Ganze auf und wir tun natürlich Futter in die Geräuschquelle, dass der Hund einfach keine Scheu davor hat, da hinzugehen und zu sagen, ja, da hat's gescheppert, aber ich gehe mal gucken und ach, da finde ich direkt was Schönes wieder. Jetzt mache ich es etwas schwieriger. Wieder klein anfangen, also in niedriger Höhe beginnen. Ja, und dann findet sie hier natürlich wieder die Leckerchen. Ja, klasse. Das ist ja mega. Nochmal. Ja, genau. Und damit euch das Ganze nicht langweilig wird, schmeiße ich es jetzt mal aus voller Höhe. Pass auf. Oh, toll. Komm, lass gucken gehen. Wow. Feine Maus! Prima. Wenn ihr in so kleinen Schrittchen dabei vorgeht, dann wird der Hund das mitgehen können. Bei Desensibilisierung das Allerwichtigste ist, dass ihr mit einer Stimmung beginnt, die für den Hund locker und gelöst ist, dass ihr das Geräusch so leise wie möglich etabliert, dass der Hund noch kein Problem damit bekommt. Ja, es darf ein kleiner Reiz einfach nur sein. Und dann es langsam in kleinen Schrittchen zu steigern. Und da muss man sich seinen Hund gut angucken. Nimmt der kein Futter mehr, habt ihr es definitiv übertrieben, dann könnt ihr aufhören und lieber am nächsten Tag weitermachen und wieder von vorne beginnen. Futter ist dabei ein guter Indikator, um zu sehen, ist der Stresspegel zu hoch, wird er nämlich kein Futter mehr nehmen. Man kann das Ganze vergleichen mit jemandem, der
eine Spinnenphobie hat. Und wenn ich bei der ersten Sitzung, wo jemand totale Angst vor Spinnen hat, eine riesen Kreuzspinne auspacke und ich sage, hier, darf ich dir die mal auf die Hand setzen, dann wird das keine Desensibilisierung werden. Dann wird derjenige Panik kriegen, Schweißausbrüche, der wird Stress ausschütten ohne Ende. Und damit sensibilisiere ich das Ganze. Und so ist es auch beim Hund. Wenn ich zu viel mache, wenn ich den Hund überfordere, dann wird das Ganze nichts werden. Dann mache ich es schlimmer, anstatt es besser zu machen. Wenn ich aber hingehe, um bei dem Beispiel der Spinne zu bleiben, und sage demjenigen, der jetzt diese Spinnenphobie hat, im Nachbarraum, da ist eine Spinne, kannst du das aushalten, dass die da ist? Und der sagt, ja, gut, solange ich die nicht sehe, ist das alles noch prima. Ja, darf ich die auch mal hier in diesen Raum holen? Ich stelle die auch ganz hinten in die Ecke und du musst sie noch nicht angucken. Ja, kann ich aushalten. Komm, mach mal. Und dann kann der sich dran gewöhnen. Und dann kann ich nach und nach dahin übergehen, die Spinne immer ein Stückchen näher zu holen. Vielleicht mal den Deckel abzumachen von dem Gefäß oder von dem Käfig oder der Box, wo die Spinne drin ist. Und irgendwann werde ich sagen, magst du die mal anfassen? Die ist ganz weich. Kannst ja nur einen Finger nehmen. Und wenn ich alles gut vorbereitet habe, dann wird derjenige sich trauen. Und irgendwann nimmt er sie auch auf die Hand. Und die Spinnenphobie ist Geschichte. Die Ängste sind weg. Und genauso müsst ihr überhaupt mit Ängsten umgehen. Wenn ihr desensibilisieren wollt, dann müsst ihr raus aus der Komfortzone, den Hund ein klitzeklein bisschen mit Stress konfrontieren. Also mit irgendeinem Auslöser, wie zum Beispiel einem Geräusch. Aber das muss so sein, dass der Hund es gut verkraftet. Und dann nach und nach die Intensität steigern. Und dann wird er das aushalten können. Wichtig ist auch, halt das schön aufzulösen. Wenn ihr dabei ruhig und gelassen bleibt, wenn ihr sofort Leckerchen nach dem Geräusch gibt, dann wird das gut werden, weil es gibt eine Verknüpfung, die dann zustande kommt. Der Hund verknüpft ja Dinge, die innerhalb von 2 Sekunden passieren. Und das ist einfach eine klassische Konditionierung, wie bei Pavlov. Das Glöckchen kündigt das Futter an, der Knall kündigt das Futter an. Und so wird es nach und nach zu einem Auslöser von etwas Angenehmem. Und dann geht die Angst weg. Es ist sehr wichtig, dass man seinen Hund gegenüber Geräuschen desensibilisiert. Es ist schon häufig vorgekommen, dass ein Hund sich erschreckt hat und dann einfach panisch weggelaufen ist. Das braucht kein Mensch. Und deshalb arbeite daran. Es ist gar nicht so schwer. Selbst Hunde, die schon sehr empfindlich auf Geräusche reagieren, kann man sehr gut desensibilisieren, wenn du dich an das Motto hältst, der kleinstmögliche Schritt bringt den Erfolg, denn den musst du trainieren. Und auch nicht vergessen, Silvester steht wieder vor der Tür. Wir haben da noch ein Video zu, das blende ich euch mal ein, da könnt ihr auch gerne noch mal reingucken, was ihr da so alles tun könnt, wenn ihr einen Hund habt, der so ein bisschen schreckhaft ist oder der auf Geräusche reagiert. Fangt jetzt schon an, dagegen zu steuern, denn es braucht ein bisschen Zeit. Desensibilisierung geht nicht sehr schnell, aber es geht sehr zuverlässig, wenn man es gut macht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns einen Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal. Am Donnerstag sehen wir uns mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin, alles Gute für dich und deinen Hund und Kani kultiviere dich!